Ja, die Leute sind schon eifrig am Springen. Wir sind hier am Gasthaus Schwanen in Unterweiler. Und hier geht was vorwärts. Bei uns im Wohnmobil ist alles bereit. Der Tisch ist auch schon bereit. Besteck werden wir noch raustun, aber ich glaube, das kriegen wir sogar. Und hier draußen ist auch was los. Kann man nicht meckern. So, und dann geht es auch schon los. Als erstes kommt das Besteck, eine Tischdecke dazu, ein paar Blümchen und, damit es ein bisschen stimmungsvoll wird, ein Teelicht. Und jetzt wird es schon immer gemütlicher und die Spannung steigt. Wir haben uns für das Überraschungsmenü entschieden. Das sollte in jedem Fall wild sein. Und dann kam die leckere Vorspeise. Fleisch, Mini-Pasteten und frittierte Champignons mit Salat. So, liebe Freunde der gepflegten Mahlzeit, jetzt sind wir beim Hauptgang angelangt. Ein Wohnmobil-Überraschungsdinner. Also wir haben Spätzle, sehr lecker. Das ist wild, auch ganz lecker. Eine Soße darf nicht fehlen. Beim Schwaben muss immer Spätzle und eine Soße. Nö? Mal schauen. Doch schon mal gleich unsere Tür aufmachen. Ich habe es gesehen. Unsere Tür ist doch kaputt. Das hätte ich mir immer gesagt. Danke. Vielen Dank. Würstchen-Gemüse. Doch, Würstchen, hallo. Echt jetzt? Die war gut, gell? Ja. Cool. Lass uns das schmecken. Dankeschön. Das Dessert konnte sich auch sehen lassen, beziehungsweise essen lassen. Eine leckere Quarkcreme mit Mandarinen und Keksen im Inneren versteckt. So, ich wollte mich noch mal kurz im Anschluss melden. Dieses Wohnmobil-Dinner im Gasthof Schwanen war wirklich super. Essen sehr, sehr lecker. Die geben sich ganz viel Mühe. Und der Gasthof ist von uns aus hier etwa 15 Minuten entfernt, also keine touristische Weltreise. Irgendwann nach Corona, vielleicht bieten die Wirtschaften so etwas auch danach noch an. Würde ich mir vielleicht wünschen, denn es gibt dann in der Nähe von solchen Gaststätten überall in ganz Deutschland, so auch hier bei uns, touristische Ziele, die man sich mal anschauen kann. Wir haben hier bei uns zum Beispiel das Prungener Ried. Lohnt sich auf alle Fälle dort mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, im Moment durch Corona die Übernachtungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Aber ansonsten alles in allem eine richtig tolle Idee. Ich möchte das unbedingt empfehlen. Schaut mal einfach bei euch in der Nähe. Da gibt es mit Sicherheit auch Wirtschaften, die so ein Wohnmobil-Dinner anbieten. Ich kann es nur empfehlen. Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst einen Daumen da und vor allen Dingen auch lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Tschüss, Ade.